Liebe Verena, danke für diese anerkennenden Worte. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch Teil dessen, was unsere Kultur miteinander sein sollte. Dass wir diese Art von Verbindung miteinander entlang unserer Ziele, unserer Haltung auf der einen Seite haben, auch, aber auch im Persönlichen so miteinander umgehen. Und Dankeschön dafür. Und ich glaube, es zeigt auch ein bisschen das, was wir als Grüne als Kraft mitnehmen müssen für all die Auseinandersetzungen, die wir auf vielen Ebenen haben. Und wir stehen gerade vor ordentlich Herausforderungen. Wenn man sieht, wie insgesamt die Menschlichkeit unter Druck kommt in der ganzen Debatte, die hysterisch aufgeladen wird als Migrationsdebatte, wo es eigentlich um Sicherheitsfragen geht. Wenn wir anschauen, wie stark der Klimawandel die Herausforderungen der Klimapolitik vernachlässigt werden, in Frage gestellt werden, wenn wir insgesamt sehen, wie die Demokratie unter Druck ist. Wir mussten das bei den Wahlen in den östlichen Bundesländern erleben. Ich hoffe, dass wir nicht auch noch eine gleiche Geschichte in Brandenburg so stark erleben wie in Thüringen und in Sachsen. Aber wir müssen ganz klar sagen, wir stehen vor Herausforderungen. Und die werden wir nur miteinander hinbekommen und meistern, indem wir auf der einen Seite die nötige Zuversicht behalten, trotz großer Herausforderungen. Die dürfen wir nicht wegreden, aber wir müssen die Zuversicht behalten, weil das ist das, mit dem man überhaupt Zukunft gestalten kann. Es hilft nicht, in Depressionen zu verfallen, es hilft nicht, in Klagen zu verfallen, sondern es geht darum, zu gestalten. Und dazu braucht man das nötige Selbstvertrauen, den Zusammenhalt und natürlich auch die gemeinsame Idee, die uns alle verbindet. Und ich glaube, das ist auch an einem Tag wie heute von ganz, ganz großer Bedeutung, immer wieder klar zu haben, wir sind diejenigen, die diese Themen, die ich gerade genannt habe, voranbringen, die wir aber auch nur zusammen voranbringen können. Das kann nicht einer alleine. Und von daher, denke ich, ist das eine der wichtigen Dinge und Haltungen, die ich auch für heute, für einen so spannenden Tag, euch allen ans Herz legen will. Zweite ist, wenn ich an meine Geschichte zurückdenke, es ist jetzt nach 16 Jahren das erste Mal, dass ich nicht um ein Bezirksvotum werbe, kann ich mich gut daran erinnern, wie spannend und wie nervenaufreibend das natürlich ist. Das kann keiner von sich abweisen. Das ist einfach eine schwierige Situation, eine herausfordernde Situation. Und ich glaube, jeder ist gut beraten, immer wieder sich zu erinnern, das Mandat, um das man sich bewirbt, ist eine Ehre. Es ist eine Ehre auf Zeit. Und es ist eine, die einem viel abverlangen kann, die oft auch fordert, enttäuscht oder aber auch, wo man Dinge erlebt, wo man denkt, menschlich, boah, das hätte ich nicht gebraucht. Man muss da durchaus gewappnet sein. Man muss Ausdauer haben. Ich glaube, es ist gut, wenn man eine gewisse Erfahrung im Leben und welche auch immer es ist, aber mitbringt und die auch als eigene Wurzel behält. Für viele mag es sein die berufliche, für viele mag es sein die kommunalpolitische Ebene, für andere ist es vielleicht auch das Persönliche, wenn ein Mensch mit Behinderung beispielsweise seine ausdauernde Geschichte mit reinbringt in einen Bundestag, auch das ist von besonderer Bedeutung. Das erleben wir an vielen Stellen. Jedem muss aber klar sein, es ist ein Mandat auf Zeit. Und das ist das eine. Und es ist ein Mandat mit unglaublicher Verantwortung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in eine Lage komme, dass ich tatsächlich darum fürchten muss, dass wir vor einem größeren Kriegsgeschehen in Europa stehen könnten. Wir alle wissen nicht, wie die Situation in der Ukraine weitergeht, wie sich Putin entscheiden wird. Wir alle wissen, dass die Herausforderungen durch den Klimawandel wirklich massiv zunehmen. Gerade jetzt, dieses Wochenende, erleben wir das auf der Ebene der Naturkatastrophe und der Wasserschäden. Und das sind ja nur
zwei Beispiele. Und die allergrößte Herausforderung ist tatsächlich, wehrhafte Demokratie zu sein. Und auch da haben wir einiges zu tun und da muss jeder von euch mitmachen. Als ich damals angefangen habe, da war ich zusammen mit Friedrich, waren wir die beiden Voten aus dem Bezirk. Damals waren die Bezirke noch nicht verankert in der Satzung in NRW. Und da ging es ziemlich Kraut und Rüben zu. Und eigentlich war es so, dass man, wenn man aus Westfalen kam, nicht sicher hatte, dass man da einen Platz haben wird. Es war wahrscheinlich 12 Plätze waren so ungefähr als sicher eingeordnet bei den Mandaten aus NRW. Friedrich hatte, ich glaube, zweimal die Karte, wo es nachts erst sich entschieden hat, ob er überhaupt dabei ist oder nicht. Und da war immer klar, die Rhein-Ruhr-Schiene, die war gut vertreten, weil die hat sich sehr oft getroffen im Landtag und anderswo. Das war ja einer der Momente, wo die anderen Regionen begriffen haben, okay, wir müssen was daran tun, dass wir auch in der Breite vertreten sind. In der Breite heißt, dass ich Ansprechpartner habe und nicht nur im Ruhrgebiet und im Rheinland, wie das früher doch sehr häufig war. Und deshalb will ich noch mal deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir diese Voten haben, weil sie dafür sorgen, dass so etwas wie regionale Repräsentanz auch überhaupt möglich ist und sich durchsetzen kann. Und in diesem Sinne bitte ich euch, dass ihr eure Voten, eure Verantwortung auch wahrnehmt und insgesamt die Menschen, die hier gewählt werden, danach wählt einmal erstens, dass sie den Bezirk vertreten vor Ort mit allem, was dazu gehört, mit aller Verantwortung, aber auch, dass ihr als Delegierte eure Rolle wahrnehmt, wenn es dann im weiteren Prozedere zur LDK geht. In dem Sinne wünsche ich uns allen spannende Reden und einen schönen Vormittag.